sagen, nicht der Akku ist leer. Moin Leute, herzlich willkommen zum Wishcember. Nächster Tag, nächstes Produkt. Heute geht es um eine Smartwatch von Wish. Ich bin sehr gespannt. Sie sah im Internet wirklich gar nicht so schlecht aus. Ich würde sagen, wir gucken direkt einmal rein. Wenn wir sie aufmachen, sehen wir hier, kommt uns schon die Uhr in einer Schutzhülle entgegen. Außenrum schön schwarz, schöner Karton auch, schön wertig. Auf der Seite vom Karton noch ein QR-Code. Gucken wir direkt einmal rein. Wir haben einmal die Uhr, die gucken wir uns gleich an. Dann haben wir zwei Bedienungsanleitungen, einmal auf Chinesisch und einmal auf Englisch. Des Weiteren ist hier nur noch eine Ladeklemme. Das heißt, wir laden die Smartwatch nicht über Micro-USB, sondern über so eine Ladeklemme mit zwei kleinen Kontakten hier unten. Finde ich an sich eine geile Idee, statt eines normalen USB-Anschlusses. Ich würde sagen, ich hole euch hinter mich und wir starten das ganze Teil einmal. So sieht das Ganze aus. Wir nehmen die Uhr einmal raus. Hier haben wir wirklich ein sehr schönes Metallarmband, was wirklich optisch was hermacht und mit Magnet funktioniert. Das heißt, man hat keine vorgegebenen Löcher, sondern man kann sie wirklich individuell an jeden Arm anschließen. Hier hinten sehen wir noch die beiden Ladebuchsen. Das heißt, wenn man das Ladegerät nachher anschließt, kommt es so drüber. Passt auch genau, ist gut bemessen. So lädt man dann nachher die Uhr. Finde ich sehr angenehm. Was vielleicht nachher sein kann, ist, dass es hier vorne das Display zerkratzt. Allerdings sind hier so kleine Filzfüße drunter. Genau, hier hinten der Pulsmesser. Einmal die Uhr wieder zusammentüdeln. Und ich würde sagen, dann starten wir einmal die Uhr. Wie auch immer. Oh, sag nicht, der Akku ist leer. Es scheint so, als ob die Uhr nicht vorgeladen ist. Das heißt, einmal laden und bis gleich. Die Uhr habe ich geladen und während sie geladen hat, habe ich mir einmal die Bedienungsanleitung durchgeschaut und habe Folgendes festgestellt. Und zwar, ich dachte, dass die ganze Uhr ein Touchscreen besitzt. Tut sie aber nicht, denn die einzige Touch Area, die wir haben, ist hier unten so ein kleines Feld. Das seht ihr auch hier ganz gut. Mit einem Tipp kann man die Modis wechseln. Und was ich eingangs noch festgestellt habe, ist Folgendes. Und zwar, auf dem Karton steht ja groß und breit Smartwear, aber diese Uhr hier ist eine reine Fitnessuhr. Wir haben verschiedene Modis und zwar fangen wir beim ersten an. Die Uhrzeit. Wäre auch schlecht, wenn die Uhr nicht mal die Uhrzeit kennt. Weiter haben wir einen Sportmodus, mit dem wir Steps, Kilometer und Kalorien zählen können und eine Pulsmessfunktion. Die checken wir einmal durch. Ich habe es eben schon probiert, es funktioniert auf jeden Fall. Da ist es schon. Ein Herzfrequenzmesser, den habe ich auch überprüft und zwar habe ich manuell nachgemessen und das passt wirklich mit der Herzfrequenz, also das funktioniert wirklich. Dann haben wir noch Millimeter HG, das ist was ich einfach wirklich nicht verstehe. Guck mal, was passiert, wenn ich die Uhr ein bisschen länger umbehalte und den Modus anders, was er mir dann anzeigt. Wie man sieht, sieht man nichts. Also die Funktion, ich gucke gleich nochmal in der Anleitung nach, aber bei der Funktion passiert wirklich gar nichts. Und dann haben wir noch ein Sleep Timer oder so ein Sleep Schlaf Überwachungsdingsbums. Das sind auch schon alle Funktionen, die die Uhr hat. Nein, haben wir noch. Und zwar ist das hier der aktive Sportmodus. Bei dem anderen werden nur die Steps gezählt und die Kilometer, die man so am Tag macht, wenn man die Uhr jetzt den ganzen Tag trägt. Und hier ist es wirklich der reine Sportmodus. Das heißt, wenn ich jetzt laufen gehe oder joggen gehe, dann kann ich genau sehen, wie lange ich unterwegs bin, wie viele Steps ich gemacht habe, wie mein Puls gerade ist und wie viele Kalorien ich verbrannt habe. Und jetzt komme ich hier aus dem scheiß Menü wieder nicht raus. Long Press. Und dann haben wir noch eine Ausfunktion. Das sind alle Funktionen, die die Uhr beinhaltet. Was jetzt noch dazu kommt, und zwar in der Anleitung, ist ein QR-Code. Den scannen wir einmal. Hier haben wir den QR-Code. Den scannen wir einmal. Da sind wir schon. Und wie man direkt sieht, kein Play Store, sondern eine externe Seite, auf der wir eine APK runterladen sollen. Hier haben wir es.
Wir drücken auf Download. Das Gerät meldet uns. Please use Android or iOS mobile phone to download. Ich bin mit meinem Mobile Phone drauf. Was soll ich machen? Ich habe den QR-Code jetzt gescannt. Ich meine, wie soll man... Was denkt sich der Hersteller? Ich scanne ja nicht den QR-Code mit meinem Computer. Und der QR-Code ist auch derselbe. Wenn man den jetzt mal aneinander hält, sieht man, wenn man die Form so ein bisschen vergleicht, wir haben genau diesen QR-Code. Ja, was soll ich machen? Ich klicke auf Download und es passiert nichts. Wie komme ich jetzt an die App? Anscheinend gar nicht, denn ich kann hier nichts machen. Ich gucke einmal im Play Store, ob die App da auch verfügbar ist. Haarband. Ich habe gerade festgestellt, das ist ganz cool, wenn man die Uhr, also wenn man so den Arm so hat und dann auf die Uhr guckt, geht sie an. Sobald ich wegschwenke, ist sie wieder aus. Wenn man auf die Uhr gucken will, dreht man nur den Arm und man kann sofort die Zeit ablesen. Und das heißt, der Bewegungsmelder funktioniert super. Ich gucke jetzt einmal im Play Store, Haarband, ob wir die App dort auch finden. Dann können wir das Ganze nämlich noch ausprobieren. In der Anleitung steht auch zu dem Blood Pressure, den ich eben gesagt habe, wo ich nicht genau weiß, wie das funktionieren soll. Das kann man wohl mit der App steuern. Tatsächlich, die App gibt es hier Gott sei Dank. Das heißt, wir laden sie einmal runter. Das heißt, den QR-Code könnt ihr schon mal in die Tonne stecken. Ich habe auch geguckt, hier auf dem Karton ist auch ein QR-Code. Das ist genau der gleiche. Funktioniert also auch nicht. Wir laden die App einmal runter und dann bin ich ja gespannt, wie das funktionieren soll. Wir starten die App einmal. Jetzt soll ich mich erstmal registrieren. Bitte wählen Sie Antar aus. Weiß. Mein Geburtsdatum. Mein Gewicht. Nicht verbunden. Klicken Sie hier, um Ihr Gerät zu verbinden. Er findet das Gerät tatsächlich. Und wir sind in der App. Ich bin überrascht. Die Daten werden ausgelesen. Datenlesen Abschluss. Und jetzt sehen wir, null Schritt. ist ja auch nicht so wild. Schließlich sitze ich hier die ganze Zeit. Jetzt bin ich gespannt, wie soll das jetzt funktionieren? Wie kann ich zum Beispiel, beziehungsweise was bietet mir die App? Blutdruckmessung. Das machen wir jetzt mal. Der misst jetzt tatsächlich den Blutdruck über den Sensor anscheinend. Weil aufpumpen tut sich hier logischerweise nichts. Also da bin ich jetzt ja wirklich gespannt. Das müsste ich ja eigentlich nochmal nachmessen. Aber ich bin zufälligerweise vom Fach und kann das ungefähr einschätzen, ob das so hinkommt. 126,84, das kommt hin. Also anscheinend kann das Gerät wirklich Blutdruck messen. Dann haben wir noch die Herzfrequenz, da können wir auch eine Messung machen. Und das Gute, was ich jetzt schon sagen muss, während ich das mit dem Handy mache über Bluetooth, ist die Uhr trotzdem nicht aktiv. Das heißt, es saugt nicht aktiv Akku, zumindest weil es nicht leuchtet. Und was kann ich hier noch machen? Kann ich jetzt zum Beispiel auch Benachrichtigungen empfangen? Das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil dafür gibt es ja aktiv wirklich keine Plattform. Also ich muss sagen, die App finde ich wirklich gut. Modulmanagement, mehr Module, Displaymodul. Also ich kann hier jetzt noch, die Module könnte ich jetzt wahrscheinlich noch verändern. Also Akkuanzeige der Uhr, Alarm. Das probieren wir jetzt auch nochmal aus. Wir programmieren jetzt nochmal einen Alarm. Bildschirm-Timeout, Stoppuhrfunktion, Trennungsalarm. Also wir haben wirklich sehr viele Funktionen. Ein Fernauslöser für die Kamera. Überschütteln können wir die Kamera auch steuern. Das ist ja, also Respekt. Ich lasse mir jetzt einmal per WhatsApp schreiben, zu gucken, ob ich die Benachrichtigung auch auf die Uhr bekomme. So, ich habe jetzt hier die Benachrichtigung von WhatsApp bekommen. Und zwar steht da WhatsApp überprüfe auf neue Nachrichten. Das heißt, die WhatsApp-Benachrichtigung funktioniert auch. Sehr gut. Top Teil. Ich würde sagen, Bewertung, let's go. Kommen wir zur Bewertung der Uhr. Ich bin wirklich begeistert. Also, so viele Funktionen habe ich nicht erwartet. Als ich sie anfangs umnahm und gesehen habe, oh, nur vier Sachen im Menü und so und kein SIM-Karten, kein SD-Anschluss und so, dachte ich, naja, das wird wohl eher eine Fitnessuhr sein und keine richtige Smartwatch. Aber im Laufe des Videos und vor allem nachdem ich die App runtergeladen habe, war ich wirklich begeistert. Blutdruckmessung, die Benachrichtigung von WhatsApp und Co. Also wirklich stabiles Teil. Zumal man sagen muss, optisch und auch
verarbeitungstechnisch wirklich ein super Produkt. Kein Plastikkram und so, sondern richtig hier schön Metall, auch Metallarmband und so, gefällt mir echt super. Optisch, klar, eher eine Damenuhr, obwohl ich glaube, auch für einen Herrn, für Sport und Co. gar kein Problem. Deswegen gibt's von mir 4 von 5 Tessies. Warum genau 4 von 5 und nicht 5 von 5? Aus dem einfachen Grund, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, aber ein paar Dinge hätte ich mir noch gewünscht, um hier wirklich 5 Sterne geben zu können. Und zwar zum Beispiel bei WhatsApp, habt ihr ja gesehen, stand nur Überprüfe auf neue Nachrichten. Ist ja wirklich schon mega geil, dass die Uhr das überhaupt kann. Aber von wem die Nachricht ist, das hätte mich noch sehr gefreut, damit man einfach weiß, muss ich jetzt direkt aufs Handy gucken oder kann das warten? Ist das vielleicht nur ein Gruppenchat oder ähnliches? Das wäre noch super gewesen. Aber sonst habe ich wirklich kaum was auszusetzen an der Uhr. Wie ihr wisst, sind wir mitten im Buschember und jeder von euch hat die Chance, die Uhr nach Hause zu bekommen. Ganz einfach, ihr drückt jetzt unten einfach direkt auf den Abo-Kanal, falls ihr es nicht schon getan habt. Drückt einen Daumen nach oben und lasst unten ein schönes, nettes Kommentar da. Und schon könnt ihr diese Uhr gewinnen. Vergesst nicht, mir bei Instagram zu folgen. Da ist Wishsamba-Exklusivmaterial jeden Tag am Start. Würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Wishsamba jeden Tag, 18 Uhr ein Video. Schaltet ein, unbedingt. Haut rein, bis morgen. Ciao.